Ich habe mal schnell einen astabilen Multivibrator entwickelt, ist Quatsch. Nebenbei aus Wikipedia, weil ich keine Lust hatte, das Ding einzeln aufzuzeichnen. Das zeichnet sich auch schwer, wie man hier sieht. Habe ich mal schnell die Schaltung übernommen. Und mir kommt es nur auf die Widerstände R2 und R3 an, weil die im Zusammenhang mit den Kondensatoren das zeitliche Verhalten dieser Kippstufe, die kippt nämlich immer hin und her zwischen zwei Schaltzuständen, bestimmen. Und dann habe ich mir gesagt, aus R2 und R3 mache ich einfach einen regelbaren Widerstand. Ich habe den extra mal wie ein klassisches Potentiometer gemalt mit so einem Wackeldraht. Hier habe ich einen sicherheitshalber Widerstand eingefügt, denn wir dürfen nicht vergessen, wenn ich mal aus Versehen den Schleifer zu weit nach einer oder anderer Seite stelle, dann und dieser Sicherheitswiderstand nicht da wäre, dann würde die Basis des jeweiligen Transistors volle Betriebsspannung kriegen und das hält er meistens nicht aus. Deswegen diesen Sicherheitswiderstand nur, damit ich selber sicher sein konnte und dann konnte ich hier in diesen Bereichen regeln und habe das Tastverhältnis eingestellt, also das zeitliche, den zeitlichen Öffnungsanteil der Transistoren. Die Bemessung hier habe ich 5 Kilo und glaube ich 5 Kilo Ohm genommen, hier 1,8 Kilo Ohm, weil ich das gerade da hatte und hier ein 10 Kilo Ohm Widerstand, hier glaube ich waren das 50 Mikrofarad und hier habe ich eine kleine Lampe eingefügt, damit man wieder mal was sehen kann. Man kann Folgendes sehen, je nachdem wie ich den Regelwiderstand einstelle, wird mal der eine oder mal der andere Transistor von den beiden sozusagen bevorzugt und die Lampe leuchtet entweder, wenn der mehr bevorzugt ist, länger hell. Beziehungsweise, wenn der mehr bevorzugt ist, leuchtet sie weniger hell. Das sieht dann so aus. Sieht dann so aus, guckt doch einfach mal hier auf diesen Link. Dann sieht man, dass dieses Tastverhältnis wunderbar, das kann man für Pulsweitenmodulation oder sonst was nehmen, zum Zeigen. Und zwar, wenn ihr hier auf das i geht, dann erscheinen die Links, das wisst ihr schon, und dieses Video wartet hier. Jetzt noch ein kleines bisschen Theorie dazu. Bild sagt trotzdem mehr als 1000 Worte. Ich konnte also die Leuchtdauer, die eigentliche Arbeit, die verrichtet wurde, weil nämlich Strom und Spannung da waren, konnte ich entsprechend einstellen. Hier wäre es nicht einstellt oder durchaus so eingestellt, dass ein 50-50-Anteil zwischen hell und dunkel ist, wenn ich mich jetzt auf meinen Multivibrator beziehe, hell und dunkel, und hier nur ganz kurze Hellphase und hier eine entsprechend lange Hellphase. Und jetzt gucken wir uns mal an, was bewirkt denn das? Das hier wäre eine dauernde Hellphase. Die Leistung, wenn also etwas vollbracht ist, ist aber Arbeit pro Zeiteinheit. Wenn ich also die ganze Zeit durcharbeite, immer die gleiche Zeit vorausgesetzt, die ganze Zeit durcharbeite, habe ich hier mehr geleistet und hier entsprechend weniger. Das nimmt man dann auch zum Beispiel statt eines Regelwiderstandes zum Dimmen oder zum Einstellen von irgendwelchen Heizplatten oder sonst was. Das heißt, und dafür habe ich es auch gemacht, wenn ich dann zu Wechselspannungen komme, das heißt also hier diesen Kurvenverlauf, kann man sich vorstellen, dass selbst wenn ich diese Phase mal hier hochklappe und die hier unten mal weggedacht ist, dass dann das immer noch weniger ist als gleichmäßig durchgehender Strom. Aber das nur nebenbei. Liebe Leute, ich hoffe, ich konnte die ganze Sache ein bisschen besser erläutern. Wir brauchen das dann noch für andere Sachen und ich werde auf dieses Video natürlich zurückkommen. Links sind entsprechend wie immer angefügt hier oben, das wisst ihr, beziehungsweise jetzt zum Schluss werde ich auch noch welche anfügen, die zu irgendwelchen Playlists oder weiterführenden Videos führen. Ja, ich hoffe, es hat soweit geholfen und verbleibe mit besten Wünschen. Tschüss, tschüss.